hier hochgeklettert. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Na, dann schauen wir mal. Erreiche das Artefakt der Visionen, ohne Ghoul-Schaden zu locken. Ach du meine Güte. Wie soll ich denn das machen? Ach du Schande. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Ja, ja. Dann wollen wir mal. So eine Mission, wo man schleichen muss, unbedingt, finde ich mal ein bisschen doof. Wenn dann, ich meine, ich schleiche hier gerne. Bleibe ich ungesehen. Ich meine, ich schleiche gerne, aber nicht, wenn ich muss. Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Ach du meine Güte, wie soll ich denn hier langkommen? Entschuldigung, dass ich still bin, aber das gehört zum Schleichen dazu. Man muss auch mal ruhig sein. Da wäre noch ein normales Artefakt gewesen, aber wir gehen erstmal weiter. Hier können wir ja später immer noch mal hin. Oder immer noch mal her, wie auch immer. Eine Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Okay, Feuer, Pfeile, ich sehe schon, worauf das hinausführt. Das wird übel, glaube ich. Gefertigt von dunklen Herrschern selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Na dann, nimm es. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz Mittelerde ins Feuer. So, und jetzt ist die KG am Dampfen, würde ich sagen. Oh Gott. Gondor, was ist das für eine Kreatur? Das ist eine Matrone, würde ich sagen. Komm her, Ghoul-Matrone. Kriegst ein paar Pfeile. Wir werden angreifen, bis bloß noch unsere Knochen verbleiben. Oh. Das ging ja fix. Mensch, der Brandpfeil jetzt, der hat scheinbar nochmal ordentlich... Der Sturm ist verflogen. Ordentlich was gebrannt, mein lieber Mann. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Oh, oh, und tschüss. Bums, und schnell raus hier, komm. Werden Sie aufhalten.
Oh, jetzt hat er ein Feuer ausgemacht. Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. So, komm, lauf, lauf, lauf. Wir haben keine Zeit für so eine fiese Matenten hier, komm. Ja. Paddel, paddel. Ja, ganz locker, mach mal. So. Okay. Was ist denn hier bei einem Krogfass? Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt's hier dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan! Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Guck an. 600 XP. Erzähle von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Thorwin also. Ja, der Name klingt fast nach Thorgrim, habe ich den Eindruck. Aber klingt natürlich lange nicht so elegant. Lange nicht so elegant. Okay, hier drin gab es doch noch Artefakte. Da sind wir doch an einem vorbeigerannt. Kommen jetzt auf einmal Orks hier rein? Was ist denn das? So ein Scherz. Ja, das werdet ihr bestimmt tun, aber nicht jetzt. So, nächste bitte. Und der letzte kriegt einen Brandpfeil. Jo. Und das ging ja ganz schnell eigentlich. Hallo? Das. Ja, das muss so. Das muss so. Das ist Wandschmuck. Eine ganz schmucke Wand. Ach, guck mal hier. Ein IT, den können wir hier auch noch irgendwo einsammeln. Hallöchen. Den nehmen wir mit. Das hast du schon so lange nicht mehr gesagt. Okay, das haben wir. Und jetzt wollten wir weiter zum Artefakt. Da ist es doch. Ein Stückchen noch. So, da vorne haben wir es. Mal gucken. Blutverkrusteter Faustschild. Dieser Faustschild aus Holz und Stahl wurde von Zwergen gefertigt, um große Mengen Schaden abzufangen. Und er diente seinem Besitzer gut. Viele Kerben und Beulen deuten auf seine Nützlichkeit im Kampf hin. Aber die Blutflecken sind vielleicht ein Zeichen, dass der Zwerg, der ihn in der Schlacht trug, ein schlimmes Ende fand. Das könnte man meinen, ja. So, dann suchen wir uns mal hier den, hallo? Da, okay. Okay, Erinnerung abspielen. Gut zuhören. Oder? Oder, wo bist du?
verdammte Grauk hat mich bewusstlos geschlagen! Und? Oder? Hey, du Rindsparte! Nein! Nein, das darf nicht sein! Das ist meine Schuld! Ich hätte besser vorbereitet sein sollen! Ich hätte auf dich hören sollen! Ich hätte ein besserer Jäger sein sollen! Ich werde dich rächen, Bruder! Ich werde diesen Grauk in deinem Namen jagen! Und ich werde zu dem Jäger werden, den du dir immer gewünscht hast! Ich vermute ja, das war Thorwin. Also nicht der Besitzer des Schildes, sondern der Bruder von Thorwin war der Besitzer vom Schild. So. Und Thorwin hat versagt. Was ist denn jetzt los? Waffen und Runen, genau, da wollten wir ja eigentlich mal gucken. So, und zwar können wir ja hier einiges noch... was haben wir da? Verkaufen. Ne, hatte ich ja vorhin gesagt. So, erstmal gucken wir uns das an. Verborgene Kräfte. Achso, die Dauer der letzten Chance. Na gut, das kann man sich knicken. Dauer der Betäubung von Geistes... Also, das ist ja nur wirklich... So, gucken. Rune umwandeln. Genau. So. Wie viel kriegt man denn dafür? 50. Na gut. Immerhin. Oh, ist das jetzt so aufwendig? Boah. Da kriegt man bloß 25 für. Auch nicht schlecht. Eieieiei. Klingenmeister. Naja, gut. Ah, ja, das kann auch eine Weile dauern. Was ist das hier? Verräter. So. Da. Boah, ja, das dauert jetzt ein bisschen. So. Die behalte ich mal vorsichtshalber noch. Wer weiß, vielleicht braucht man da nochmal einen anderen. Jetzt können wir bei den Verbesserungen erstmal uns noch was gönnen. Meinen Dolchrunenplatz. Sehr gut. Na, hat sich doch gelohnt. Dolch. Acharn. So, mal schauen. Was haben wir denn hier noch? Das hätten wir noch. Puras stellt bei einer Kampfbrandmarkung 4 Elbengeschosse wieder her. Weiß nicht. Erhöht die Chance auf einen Niederschlag beim Dolchwurf oder Dolchhagel. Benutzen wir eigentlich nicht. Stimmende Macht stellt bei einer Schleichaufzehrung oder Schleichbrandmarkung 10 Gesundheit wieder her. Ne. So richtig nicht. Gucken, Fall wie Knochen. Chance von 36% beim ersten Treffer in einer Trefferserie einen automatischen kritischen Schaden zu verursachen. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Was haben wir hier noch? Erstickender Schrecken. Chance von 5%. Ja, nee. Was haben wir hier? Bringer des Untergangs. 58% bei jeder Aufzehrung oder Brandmarkung von oben 50 Gesundheit zu regenerieren. Ja, macht man auch selten, glaube ich, im Kampf. Wieder terrorisieren. Was haben wir hier? 12 und das ist Stufe 10. 61%, 25 Gesundheit zu regenerieren, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Das ist allerdings vielleicht nicht verkehrt. Schleichtötung. Stellt er bei einer Schleichtötung 90% Gesundheit wieder her. Nicht. Auch nicht verkehrt. Ach, Mann. Hört sich alles interessant an. Stellt bei einer Schleichtötung 85% Fokus wieder her. Na gut, aber im Kampf macht man das ja selten. Ich glaube, weil man Beteiligung von dir sagt. Bitte? Nee. Das mit dem. Nein, auch nicht. Genau, Chance von einem. Ja, nehmen wir das. Wenn ein Kopf. Was ist denn heute los? Wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird.
Meine Güte. So. Nimm mal das. Gut. Alles klar. Da.